Es ist Oktober. Jeder kennt diese Karte mit dem Oktoberlied von Theodor Storm. Über Theodor Storms frühe Novellen wollte ich mein Examen machen, habe es aber über diese nicht geschafft und habe dann mein Examen später über Gegenwartsliteratur exerziert. So, wir haben Oktober. Es ist das Oktoberlied. Theodor Storm hat gesagt, das war das Richtige im Falschen. Und Theodor Storm hat auch, als er dieses Gedicht vortrug, seinen obligatorischen Mittagsschlaf gemacht. So. Mein akademischer Lehrer Herbert Kraft, C4-Prof an der WWU in Münster, Literaturgeschichte, hat über alle geschrieben und auch natürlich über Theodor Storm. Zuletzt das Kapitel Die Nerven stärkend. Ich schau mal, ob der Akku noch. Na? Ja, der Akku ist noch. Die Nerven stärkend. In der Biografie, die Gertrud Storm über ihren Vater verfasste, erzählt sie, als er das Oktoberlied niedergeschrieben hatte, 28. 29. Oktober 1848, trat sein Freund Brinkmann zu ihm ins Zimmer und fragte ihn: Was ist dir, Storm? Wie leuchten deine Augen? Dieser erhebt sich, reicht Brinkmann die Hand mit den Worten: Ich habe eben ein unsterbliches Gedicht gemacht. Oktoberlied. Der Nebel steigt, es fällt das Laub. Schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den ganzen Tag vergolden. Ja, vergolden. Und geht es draußen noch so toll, unchristlich oder christlich, ist doch die Welt, die schöne Welt, so gänzlich unverwüstlich. Und wimmert auch einmal das Herz, stoßt an und lasst das klingen. Wir wissen's doch, ein rechtes Herz ist gar nicht umzubringen. Der Nebel steigt, es fällt das Laub, schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja. Vergolden. Wohl ist es Herbst, doch warte nur ein Weilchen, der Frühling kommt. Der Himmel lacht, es steht die Welt in Veilchen. Die blauen Tage brechen an, und ehe sie verfließen, wir wollen sie, mein wackerer Freund, genießen, ja. Genießen. Ja, das ist das Oktoberlied. Ja. Und im Teil 2 erzähle ich auch, was da noch zugehört. Wartet ab.